Willkommen im Higher Health Podcast, präsentiert von Mr. Broccoli. Bei uns bist du richtig, wenn du deinen Traumkörper erreichen und ein erfülltes, langes Leben führen möchtest. Wir klären dich über physische wie auch psychische Gesundheit, alternative Heilmethoden, alles rund um Longevity, Ernährung sowie den neuesten Stand der Gesundheitsforschung auf. Erzähle uns auch deine Geschichten und stelle Fragen, die wir in kommenden Episoden beantworten könnten. Wie kann ich die richtige Entscheidung treffen? Also die Entscheidung, dass ich was, was mir nicht gut tut, weglasse, Pizza, Pasta, Zucker und Fastfood und gleichzeitig die richtige Entscheidung treffe, ich greife jetzt zu den Cashewnüsse und auch die richtige Entscheidung, ich nehme die richtige Cashewnüsse, die auch ein bisschen preisintensiver sind als die schlechter. Er war lange in Tibet, hä? Ja. Ich habe mit dem Leibarzt von Dalai Lama um die Vedic fast. Und ich habe gewonnen. Ohne, ja, das ist doch ich war halt körperlich fitter als er. Der war übergewichtig. Und er war ganz sicher, der Leibarzt von Dalai Lama, dass er alles am besten macht und am meisten weiß. Aber wenn man nicht in andere Kultur blickt und es nicht überprüft, dann wird man selektiv blind. Das habe ich gesagt, ich gewinne. Er sagt, nein, und dann habe ich gewonnen und dann hat er sich vor mir verneigt. Und wie lange? 14 Tage. Wow, nur Wasser getrunken? Wasser, genau, Wasser und ein bisschen Tee. Ja. Hervorragend. Also, das ist ein kleiner Ausblick für den Anfang hier. Ich sitze heute hier froh und dankbar mit der lieben Sabine Kupesch und zu meiner Rechten der liebe Kurt Mosetter. Und wir bringen euch heute ein bisschen was mit aus dem pädagogischen Bereich, denn da bist du ja total die Expertin und Spezialistin. Sag doch einfach mal zwei, drei Dinge zu dir und ja, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer heute erwarten können von dir. Ja, ich komme aus der Sportwissenschaft, aus der Neurowissenschaft, habe Lehramt studiert, habe in der medizinischen Fakultät der Universität in Ulm dann promoviert zu den Exekutivfunktionen. Das ist so mein Schwerpunktthema seit 25 Jahren. Das sind Stimmhirnfunktionen, die funktionieren besser, wenn man körperlich fit ist. Inzwischen wird auch jetzt in den Anfängen erst untersucht, welche Ernährung Einfluss hat auf diese und die Hirn-Darm-Achse wird reflektiert zu den Exekutivfunktionen, aber es gibt im Grunde noch keine richtigen Erkenntnisse. Ja, und die Exekutivfunktionen, die korrelieren mit dem Lernerfolg, aber eben auch werden beeinflusst durch die körperliche Aktivität und Fitness. Also das Gehirn funktioniert einfach besser, wenn wir körperlich fit sind. Und diese Exekutivfunktionen, die im Stirnhirn repräsentiert sind, die unterstützen die Fähigkeit zur Selbstregulation. Und es fällt Kindern zunehmend schwer. Also die Rückmeldung nach der Corona-Zeit war in ganz vielen Schulen. Die Kinder sind weniger konzentriert, können ihre Impulse weniger kontrollieren. Und dann gibt es die schrecklichen Ereignisse, dass Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sich gegenseitig umbringen, auch in Deutschland jetzt, ist auch mangelnde Selbstregulation. Und wie gut täte er da mehr Sport und Bewegung in Schulen und oder auch die Erkenntnisse, die wir zur Ernährung haben, und die spielen in Schule so wenig eine Rolle. Also wir wissen, wie wichtig das ist. Und und deshalb mache ich auch zunehmend in meine Fortbildungen, geht es um die Förderung der Kinder, aber ich mache auch bewusst, wie wichtig ist eben die Ernährung oder der Schlaf oder Achtsamkeitsschulung. Aber nicht nur für die Kinder und Jugendlichen, sondern für die Lehrerinnen und Lehrer auch. Ja. Und für die Eltern. Weil Selbstregulation lerne ich eigentlich zu Hause. Und da müssen wir gemeinsam kochen und das Richtige essen. Und dann geht es uns allen besser. Also das Video hier und der Podcast ist jetzt quasi für jeden, vor allem wenn Kinder zuschauen oder wenn du Kinder hast, dann ist das optimal für dich, wenn du Lehrer bist, im pädagogischen Bereich bist, aber auch wenn du ganz normal also erwachsen bist, dann ist es eben ganz, ganz wichtig, auf deine praktischen Beispiele, die du heute mitgebracht hast, mal zurückzugreifen. Und du weißt es ja besser wie wir alle, ne, wie wichtig Selbstregulation ist. Du arbeitest ja auch sehr viel mit Profis und auch vor allem aber auch mit sehr schwer kranken Menschen, die natürlich dahingehend auch schon so krass an der Wand stehen, dass sie auch gar nicht mehr anders können. Wie kriegen wir es aber hin, dass jemand, der gegebenenfalls einfach nur seine Leistung steigern will, wieder voll in seine Kraft kommen will, was hast du da für Quick-Tipps, nenne ich es jetzt mal, wie er, auf was er achten soll?
Also die Sabine hat es schön beschrieben schon. Es geht darum, wie kann ich die richtige Entscheidung treffen? Also die Entscheidung, dass ich was, was mir nicht gut tut, weglasse. Also Pizza, Pasta, Zucker und Fastfood. Und gleichzeitig die richtige Entscheidung triff, ich greife jetzt zu den Cashew-Nüsse und auch die richtige Entscheidung, ich nehme die richtige Cashew-Nüsse, die auch ein bisschen preisintensiver sind als die schlechter. Und das geht nur über Wissensvermittlung. Wenn ich nichts weiß, kann ich mich nicht entscheiden. Aber wenn ich weiß, dann wird es leichter, sich zu entscheiden. Und selbst die ganz Kleine lernen das. Wir haben da den Zuckerdetektiv ins Leben gerufen. Und die kleinen Kinder, die haben dann gesagt, du Mama, also wenn der Name stehe, die man nicht lesen können, auf dem Glas im Regal, das kauft man besser nicht. Und auch Zahlen essen wir besser nicht. Das heißt, die haben gemerkt, die Zahlen und die Nummern und die grausamen Namen mit den Geschmacksverstärker besser nicht. Das heißt, die ganz Kleinen können es lernen, wenn sie spielerisch lernen. Und deshalb braucht man Aufklärung. Und eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern die Verführung, dass man es ausprobiert, wie viel es einem besser geht, wenn man schlechte weglässt. Und auch bei schwer kranken Kindern, die mit vielen Schmerzen geplagt sind, die sich fast nicht mehr bewegen können, die können nicht mehr viel tun. Und im Schmerz versucht man sich zu beruhigen mit schnell verfügbaren Kohlenhydrate, mit was Süßem. Das ist eine Pseudobelohnung. Und wenn man dann aufklärt und wenn ein Kind nicht allein gegängelt wird, sondern die Familie mitmacht und die Freundin auch noch, merken die, wenn ich weniger Zucker habe und weniger süß und eher eine dunkle Schokolade und mehr Nüsschen, dann geht's mir besser, mein Geschmack wird besser. Das merke die nach 4, 6 Wochen. Und dann merke sie nachher beim Kindergeburtstag und zu viel süß, dann tut's ne mehr weh. Und dann lernt man das. Und deshalb lernt man dann am Körper, das ist ein Erfahrungslernen. Und es braucht noch Vorbilder. Also ein Vorbild, der hat, ich durfte den Trainer behandeln und einen Jugendtrainer vom Novak Djokovic. Dann hat er mal angerufen und gesagt, hey, für Kinder steht er gern parat. Und seit 2011 kein Zucker, nichts Süßes, er trinkt Wasser, er hat Avocados, er hat Nüsschen, er isst nicht zu viel, er lernt eine metabolische Flexibilität. Und wenn die Kinder sehen, ja, ich habe ein Vorbild, dann können sie dem nacheifern. Oder auch großartige Skifahrer, die zurzeit alles gewinnen. Ja? Und Ernährung ist nicht alles, aber ein wichtiges Quäntchen. Aber die können sich nur so entscheiden, wenn sie es wissen. Und deshalb brauchen wir eine verführerische Weiterbildung. Und deshalb liebe ich solche Podcasts, wo man dann spielerisch vorstellt, hey, denk mal drüber nach und kauf mal anders ein und mach dir mal Gedanken, was man besser weglässt und was es anstattdessen alles gibt. Ja, richtig. Du hast ja so ein schönes Spiel, nenne ich es jetzt mal, uns auch schon vorgestellt, wo man sich so virtuell auf den Kopf haut. Ich denke, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, bessere Entscheidungen zu treffen. Vielleicht magst du das mal anhand von ein paar praktischen Beispielen erläutern. Ja, so erklären wir den Kindern die Exekutivfunktionen. Also wir machen den Kindern und den Jugendlichen, aber es funktioniert bei uns Erwachsenen genauso. Absolut. Wir machen bewusst, also wir erklären die Exekutivfunktionen. Und zu diesen Stirnhirnfunktionen, die eben so wichtig sind, gehört die Fähigkeit, sich zu inhibieren, also sich zu stoppen. Ja, oder eben sich nicht ablenken zu lassen. Da machen wir dann mit den Kindern so. Umzuschalten. Ja, ich glaube, um in der Ernährung umzuschalten, also im Sport umzuschalten, von Angriff auf Verteidigung, ist die gleiche kognitive Fähigkeit wie offen zu sein und zu sagen, ich probiere mal das andere Essen aus. Einfach mal sich drauf einlassen und das. Und dann die Chance haben, das wahrzunehmen, wie gut mir es tut. Also und dann wird man merken, Fastfood tut nicht gut. Und ich bin fitter und fühle mich wohler mit einer anderen Ernährung. Da muss ich umschalten können. So wie die Kinder und Jugendlichen umschalten müssen, zum Beispiel, wenn sie aus der großen Pause kommen, auf Konzentration muss ich umschalten. Der Sportler muss umschalten. Und deshalb reflektieren wir auch das. Und das, was du gezeigt hast, ist der Buzzer, den wir drücken. Das ist auch eine Exekutivfunktion, die Initiierung jetzt loslegen. Ja, ja. Aber auch mal was aushalten, ja, auch was Wichtiges. Und ich glaube, die Evolutionsbiologie und Psychologie ist auch so spannend, wenn wir wissen, woher wir herkommen. Und deshalb machen wir auch, ich muss auch das Handy inhibieren. Und wenn ich mit dem Handy zugange bin, mich umschalten, das Handy weglegen, ja, und jetzt zum Beispiel mich ans Lernen zu machen.
Und da muss ich ins Unbequeme gehen. Und wir wissen, ja, wir haben vorhin über David Sinclair gesprochen, den Harvard-Genetiker und Altersforscher, wie wichtig es ist, für die Gesundheit ins Unbequeme zu gehen, weil dann Sirtuine aktiviert werden, die die biologische Uhr zurückdrehen. Und früher war nicht alles bequem. Ja, ich musste erstmal auf die Jagd gehen. Ja, ich musste mich körperlich anstrengen. Da war die Bewegung ist so elementar. Und wir sehen es auch beim Lernen. Wenn ich lerne in und mit Bewegung, wenn der Motorkortex beim Lernen aktiv ist, lerne ich besser und behalte es mir besser. Also wir sind Bewegungstiere, deshalb braucht man die Bewegung und die Anstrengung und dann mal was aushalten und auch mal den Verzicht. Ja? Und als Erwachsene auch mal ein Hungergefühl aushalten und überhaupt Gefühle aushalten lernen. Nicht impulsiv reagieren, sondern bedacht. Und da brauche ich wieder die Inhibition. Ja. Also es geht immer darum, sich fokussieren. Wir müssen nicht immer selbstreguliert sein, aber Kinder und Jugendliche müssen lernen, die Entscheidung zu treffen, wann ist es wichtig, selbstreguliert zu sein. Und dann spielen diese Exekutivfunktionen immer eine Rolle. Also ich finde diesen Bass ja super, weil ich den zum Beispiel beim Eisbaden auch immer nutze. Da kommt er an meinen Kopf und versucht ständig Ausreden zu finden, das jetzt nicht zu machen. Und dann, okay, einfach Kopf ausschalten, reingehen und das aushalten, wie du es nennst. Ne? Ich denke, wir sind evolutionstechnisch da Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende drauf gesteuert, dass wir eigentlich zu wenig hatten und unser Körper ist darauf ausgelegt, sehr viel auszuhalten, also auch mit langen Fastenzeiten umzugehen, mit eher Verzicht und wenig, anstatt mit viel zu viel, wie es heute ist. Und deshalb dürfen wir heute lernen, mit weniger auszukommen, obwohl da draußen gefühlt alles voll ist. Na, und auch lernen, unseren Kopf auszuschalten, diese ganzen Gedanken auszuschalten, denn die sind natürlich auch viel mehr wie damals, weil wenn wir heute mehr Informationen an einem Tag bekommen, wie früher die Menschen in ihrem ganzen Leben, dann ist natürlich klar, dass das hier oben auch ständig rattert. Und dann kommt dann noch dieser psychologische Faktor des Verlustes dazu. Also das heißt, wir sind ja letztlich heutzutage ständig darüber ausgesetzt, was könnten wir alles verpassen? Dieses Fear of Missing Out, weil da draußen passiert so viel. Und ich könnte ja das verpassen, das verpassen, das verpassen. Und das macht mich unglücklicher, als wenn ich zum Beispiel es gar nicht wüsste, dass es da ist. Und dann kann ich es auch nicht vermissen. Ist das so korrekt? Ich glaube, weniges mehr. Also ja, die alten Sprüche, daran können wir uns gut orientieren. Und das Gehirn und auch der Körper, wir haben ja so selbstregulatorische Prozesse, auf die haben wir gar keinen Einfluss. Also zum Beispiel wissen wir durch den massiven Handykonsum, durch das Internet, wenn wir wissen, wie das Belohnungssystem arbeitet und immer nach den Kriterien, neu habe ich immer im Handy. Spannend, ist immer was. Und manchmal ist meistens noch besser als erwartet. Das neue Video noch besser als das letzte. Das heißt, ich habe eine Daueraktivierung des Belohnungssystems. Und so tickt unser Gehirn halt auch noch nicht. Das Handy haben wir ein paar Jahre, aber unser Gehirn ist vor Jahrtausenden geprägt. Und dann macht das Gehirn eben, registriert diese massive Dopaminausschüttung und reagiert mit, dass es das Dopamin runterfährt. Und dann komme ich in eine Dopamin-Defizit-Disorder. Und dann habe ich keine Motivation mehr. Dann habe ich keine Lust mehr auf Anstrengung. Und Lernen ist auch anstrengend. Das ist auch gut so. Und es muss auch nicht immer Spaß machen. Aber mich mal durch was durchbeißen und nachher kommt der Erfolg. Ja, wie im Sportlichen auch oder im Instrument, wenn ich lerne. Das kommt auf die Dauer. Das Dranbleiben. Ich darf auch scheitern. Alles ist alles erlaubt. Aber nicht aufgeben und dranbleiben und in die Anstrengung gehen. Lust auf Anstrengung entwickeln. Und die entwickle ich nur, indem ich mal mich in die Anstrengung begebe. Und die Belohnung kommt dann später. Aber die habe ich mir erarbeitet. Und die ist dann auch länger da, als wenn es nur das Belohnungssystem aktiviert ist, weil ich ein neues Video angucke. Ja. Du kannst ja da sehr viel aus Erfahrung sprechen. Du hast ja einerseits, arbeitest du sehr viel mit Kindern, aber auch andererseits mit Leistungssportlern, die ja auch ständig Leistung bringen dürfen, müssen. Du selber hast ja auch schon sehr viel erlebt, beispielsweise 14 Tage Fasten. Ne? Da kam bestimmt auch der eine oder andere Impuls mal, okay, ich könnte jetzt eigentlich was essen. Was passiert da im Körper? Und vielleicht kannst du ein paar konkrete Beispiele nennen. Wie machen das erfolgreiche Menschen, dass sie sich immer wieder auch auf Verzicht oder auf neue Leistungen hintrimmen? Also in uns ist angelegt, dass man gern belohnt wäre. Und deshalb ist der Trick, dass wir uns selber belohnen. Und
Also ich glaube, das ist uns allen der drei so gegangen. Man entwickelt sich irgendwo hin und heute Morgen war das doch eine Belohnung, dass wir miteinander im Dance waren. Und dann haben wir gesehen, oh, guck mal, der Brokkoli. Und dann guck mal, was es da noch gibt. Und dann riecht man, wir haben an der Zwiebel gekocht und unser Geschmack ist intensiver. Der Genuss ist größer und wir brauchen gar nicht mehr so viel zu essen. Weg die Freude und der Genuss und das Glücksgefühl ist da und dann braucht man automatisch weniger. Ja. Und das ist dir so gegangen mit deinen Dingen, das ist mir so gegangen. Sabine kann das auch noch was dazu sagen. Und jetzt kommt was Spannendes. Du hast es erfahren und erlebt. Die Sabine hat es erfahren, ich habe es erlebt. Und wenn wir dann mit euch reden, wisst ihr, die reden nicht irgendwie vom grünen Tisch. Das ist halt einfach so. Und nur wenn das authentisch kommt, können wir andere inspirieren, das auch zu tun. Und ich würde mal sagen, 9 von 10 Kinder, die zu uns kommen, die haben eine große Bereitschaft, wenn wir sagen, ey, probiert mal das mal aus. Es ist eigentlich eine metabolische Flexibilität. Ihr dürft frei entscheiden und guckt mal, wie es euch geht. Macht mal eine Rotation. Und das machen sie dann, wenn sie ein Vorbild haben. Und das Vorbild kann ein Sportler sein. Und die probieren es auch aus. Und wenn die dann besser wären, wird der Geschmack besser, der Genuss wird besser, das Füllegefühl ist weniger, der Schlaf wird besser, der Darm wird besser. Und dann fühlt man sich wieder. Und das Problem ist, wenn man in der äußeren Sucht steckt, dann belohnt man sich immer kurzfristig mit Süß. Und diese Belohnung ist aber eine Pseudobelohnung, die einem eigentlich in eine Sackgasse führt. Und nur dann, wenn ich was anderes anbiete, kann ich schlechtere weglassen. Mhm. Deshalb liebe ich Podcasts, deshalb liebe ich andere Offerte. Deshalb geht es nicht um ein Verbot, was man nicht darf, sondern um eine große Offerte, was man tun kann. Mhm. Und plötzlich wird der Geschmack geschult. Und es ist egal, ob bei Kindern oder bei Senioren, das ist in uns angelegt. Das ist schön in der Evolution. Und es ist in uns angelegt, dass man nicht zu viel von allem braucht. Und aber im Alltag rutscht einem das so weg. Und wenn man sich ein bisschen Zeit gibt, eine Trainingszeit, dann plötzlich kommt das Gefühl wieder. Und dann weiß man, jetzt ist eigentlich gut. Und dann merkt man, oha, mein Kopf wird klarer, wenn ich nicht so viel esse. Und in der Nacht gibt's Fettverbrennung. In der Nacht geht's Insulin ins Bett, der Zuckerspiegel ist beruhigt, die Leber schläft, der Darm ist beruhigt. Und dann kommt ein ganz erholsamer Schlaf, das Slow Wave Sleep, da wird alles repariert. Da geht, das hilft der Bauchspeicheldrüse, der Leber und im Gehirn, da wird recycelt. Und da ist eine richtig tiefe Regeneration. Wenn man jetzt den Zeit von der Regeneration ein bisschen ausdehnt und morgens noch bei niederer Intensität nüchtern läuft, das hat die Hockey-Nationalmannschaft gemacht, 120 Nüchternläufe im Jahr haben die gemacht. Oder wenn man am Abend sagt, ich brauche nicht unbedingt was zu essen, ich erhöhe das Spektrum der Leistung für die Organe, dass die geschont wäre, plötzlich wird der Kopf klarer. Und dann wird man konzentrierter. Und wenn man dann was isst, ist man bewusster. Und deshalb ist eigentlich ein Lerner, eine Wissensvermittlung und dann ein Erfahrungslerner. Wenn man merkt, dass es einem gut geht, dann macht man gerne weiter. Ja. Und das Coole ist, ich kann ja klein anfangen, in kleinen Steps. Und übrigens ist ja da das Schöne, dass ja eben auch in der Neurowissenschaft ja schon rausgefunden wird, dass zum Beispiel dieses Zone-2-Training, also dieser Nüchternlauf auf niedriger Intensität, nennt sich jetzt modern Zone-2-Training, dass das quasi unsere metabolische Flexibilität am meisten erhöht. Also ich muss gar nicht mich extrem krass kasterneien und quälen, sondern indem ich halt, aber die Konsistenz macht halt, da einfach immer wieder kleine Schritte mache, so wie ich jetzt, ne? Ich faste in der Regel 18, 19 Stunden und klar kommt öfter mal der Hungerimpuls und klar komme ich dann, könnte ich meine Gedanken zulassen und sagen, ja komm, es ist nicht so schlimm, wenn du heute mal was isst und bla bla bla, kommt so das Teufelchen, ne? Und dann kommt wieder das Engelchen, hey, freu dich doch drauf, heute um 3 Uhr oder wann auch immer, dann hast du das tolle Essen, ne? Und was passiert denn da aus neurowissenschaftlicher Sicht oder auch aus anderer Sicht, was passiert denn da im Gehirn? Du hast ja unter anderem Andrew Huberman, folgst du eben auch, neben Sinclair. Und Huberman ist ja ein Neuroscientist und der hat ja schon ganz viele tolle Erkenntnisse rausgefunden, dass gewisse Dinge angetriggert werden, die uns dann wieder glücklich machen. Aber erzähl du das mal im Detail.
Da kenne ich mich vor allem mit Ausdauerbelastungen aus, weil ich auch in der psychiatrischen Uniklinik gearbeitet habe und da die Sporttherapie gemacht und bei depressiven Patienten die Wirkung von Ausdauerbelastung untersucht habe auf die kognitive Symptomatik. Und wir wissen, dass das Serotonin sich erhöht wird, gesteigert durch körperliche Belastung, wenn wir in die Fettverbrennung kommen. Und dann steigt Serotonin steigert die Stimmung, reduziert Angst, Aggressivität, verbessert Gedächtnisprozesse, die Stressverarbeitung, also hat auf ganz viele zentral nervöse Prozesse positive Einflüsse. Das ist ein wichtiger Neuromodulator für die Selbstregulation. Und es wirkt wie ein Antidepressivum bei leichter bis mittelgradiger Depression. Und wenn ich dann eben meinen Lauf mache, und wir hatten auch mit den Patienten, nachdem diese Serotonin-Biosynthese entdeckt wurde, durch körperliche Aktivität angeregt, haben wir dreimal am Tag Sport mitgemacht mit den Patienten. Und dann und das hat ihnen so gut getan. Und die Ärzte haben das wieder gespiegelt. Und die Medikamente wirken erst am Nachmittag häufig. Also deshalb, da ist eine Riesenchance, sich wohlzufühlen durch mehr Sport und Bewegung. Also der Kopf arbeitet besser, die Stimmung ist besser. Deshalb brauchen wir auch eigentlich mehr Schulsport und Sportunterricht. Und wir wissen, also das Schlimme ist für mich, wir haben die Daten alle, wir wissen alles. Und die Politik bewegt sich nicht. Und das ist Prävention. Also wenn wir entspanntere Kinder haben, kognitiv leistungsfähigere Kinder, glücklichere Kinder, dann lernen geht alles viel leichter. Und deshalb, also mein Appell ist immer noch, ich weiß, wir werden es wahrscheinlich nie erreichen, ich sage es aber trotzdem, die tägliche Sportstunde und auch sonst Sport und Bewegung im Schulalltag. Ja, also die Wirkungen von Sport und Bewegung auf das Gehirn sind enorm. Ja, wir wissen, wie ein Muskel sich verändern kann, wie man anders aussehen kann, wenn man regelmäßig Sport macht. Und als ich bei John Rady war in Harvard, der Psychiater dort, der hat ja gesagt, die Wirkungen auf das Gehirn sind noch viel stärker, war seine Einschätzung. Ich darf gerade was Fantastisches. Also meine Lehrer in Nepal haben gesagt, dass unsere Muskeln eine Hormondrüse sind. Oh, wow. Und dann haben die bei allen Patienten, die mussten alle Qigong und Tai Chi und Bewegung machen. Jeden Tag, zweimal oder dreimal. Der hat gesagt, ganz ehrlich, also wenn das so wäre, dass die Muskeln eine Hormondrüse sind, die für alles gut sind und die alles reparieren können, also dann wüsste man das. Nummer zwei, sie haben gesagt, Gott, es geht nicht um die Krankheit, es geht um Reparatur. Der hat gesagt, ja, wie Reparatur? Das sind Millionen Reparaturen am Tag. Das, boah, was eine Zahl. Und ich habe natürlich nichts geglaubt. Aber dann gab es einen Nobelpreis 2015. Pro Tag, pro Zelle können bei euch, pro Tag, pro Zelle 50.000 DNA-Reparaturen stattfinden. Wahnsinn. Wie viele Zellen haben wir? Genau. Und wie viele Zellen haben wir? Genau. Also ein paar Milliarden Zellen mal 50.000 pro Tag. Also müssen wir die Reparatur stärken. So, und jetzt kommen wir zu diesem Organ, zu der Drüse, dass die Muskeln eine Hormondrüse sind. Dann hat man die ersten Hormone gefunden. Myokine heißen die. Muskelhormone. Das erste, das zweite, das dritte, das vierte. 10, 20, 100. Mehrere hundert Muskelhormone. Und jetzt geht es darum. Diese Muskelhormone, die helfen der Leber, die senken den Blutzucker, die sind aktiv gegen Schmerz, die stärken das Immunsystem, die sorgen dafür, nicht nur, dass die Nervenzellen im Gehirn sich besser verknüpfen, sondern dass neue Nervenzellen geboren werden. Die regulieren den Blutdruck, die säubern die Blutgefäße, die machen glücklich, die schützen vor Makuladegeneration, die schützen vor Depression, die schützen vor Krebs, die schützen vor metabolischen Erkrankungen. Und jetzt sind wir eben da. Die Muskeln schützen uns vor nahezu allem, wenn sie trainiert und bewegt sind. Aber wenn der Muskel schwindet, es war damals der altersbedingte Muskelschwund, Sarkopenie, das ist heute nicht mehr ein Problem vom 90-Jährigen, leider schwindet der Muskel schon bei den Jugendlichen. Aber ohne Muskeln kann man ganz sicher sagen, das ist eine Urwurzel für Zivilisationserkrankung. Und gleichzeitig, es ist nie zu spät, ihn zu aktivieren. Genau. Da ist es der Schutz von nahezu allen Zivilisationserkrankungen. Und jetzt kommt noch Chrono-Exercise und Chrono-Nutrition. Wenn man sich dann bewegt und trainiert, dann kann man auch gut allerlei Dinge essen. Und die beiden Dinge, die stärken den inneren Rhythmus und die fördern wieder Serotonin. Und das, Sabine hat schon alles gesagt. Zudem
wirkt es ganz stark gegen Schmerzen. Zudem ist antientzündlich und macht uns glücklich. Genau. Also ich kann es absolut bestätigen. Ich habe ganz, ganz selten körperlichen Schmerz und ich habe letztens hier auch am Bein, habe ich irgendwann entdeckt, dass da eine Riesenblase ist und es ist rot und so weiter. Und ich so, hä, was habe ich denn da gemacht? Ich bin bestimmt irgendwo dran gestoßen oder so und habe es gar nicht körperlich schmerzhaft gemerkt sozusagen. Ja, oder wie oft reiße ich mir irgendwas auf und denke mir, es tut überhaupt nicht weh. Also diese Schmerzlinderung oder dass ich den kaum noch wahrnehme, ist echt extrem. Jetzt würde ich das gerne abschließen. Wir haben jetzt sehr viel über Bewegung gesprochen. Wir haben die richtige Ernährung gesagt. Wir haben ja eben auch quasi über unser Mindset gesprochen. Also wie wichtig ist es, unsere Gedanken zu regulieren und so weiter. Was gehört denn noch zu einem gesunden, glücklichen Leben dazu? Mir fällt ja sofort Schlaf ein, ja, der eben extrem wichtig ist. Also Schlaf, Bewegung, Ernährung, Gedankenhygiene. Würdest du da noch irgendwie was dazufügen, aus deiner Sicht, gerade jetzt mal im Hinblick auf Kinder? Ja, das gehört, finde ich, da auch dazu. Kurt, du erwähnst es auch immer, ist die Achtsamkeit, aber das gehört auch dazu. Also indem ich mich, das sind, also für mich ist es so schockierend, oder mir geht auch erst das richtig auf, immer mehr, je älter ich werde. Wir müssen mehr Bedeutung den scheinbar oder den alltäglichen Dingen widmen und uns eben nicht ablenken lassen. Und dazu gehört eben, der Schlaf ist so wichtig, die Ernährung, die Bewegung, wir haben alles genannt, Achtsamkeit, die Fähigkeit, sich runter zu regulieren und eben nicht die Reizüberflutung, der wir ausgesetzt sind. Und wir müssen viel stärker werden, all den Dingen, die da gesellschaftlich so hoch, also die Lebensmittelindustrie, also ich mache da wirklich einen Vorwurf der Politik, weil wir wissen es. Wir wissen alles, was uns gut tut und nicht. Und wir verlieren den Blick darauf, dadurch durch das Überangebot. Deshalb finde ich Wissen, und wir haben vorhin gesagt, man braucht die Inspiration. Und wirklich, also bei mir ist es Kurt. Und ich würde sagen, Kurt ist im positivsten Sinne ein Menschenfänger. Und der gewinnt und er begeistert für die Sache. Absolut. Ja, und dann aber noch kombiniert mit dem Wissen. Und das ja auch bei dir da ist. Und deshalb würde ich gerne in meinen Fortbildungen in Schulen, Gesundheit ist, also ich war vorher ganz eng bei den Exekutivfunktionen, dann ist es gewachsen zur Selbstregulation und jetzt habe ich immer auch die Gesundheit mit dabei und ich merke selber, wie wichtig das ist, dass man das richtige Wissen kriegt und gerade das Ernährungswissen, du versuchst ja auch immer ganz einfach zu erklären und ich weiß aber, was da für ein Wissen dahinter steckt. Und dieses Wissen, alles so im Detail sich anzueignen, ist so schwierig. Deshalb brauche ich Menschen, denen ich vertrauen kann, wo ich weiß, da kriege ich die guten Produkte oder da kriege ich die richtige Information. Und da steckt nicht die Pharmafirma dahinter, die viel Geld hat oder andere Anbieter im digitalen Bereich oder so, sondern ja, wir brauchen das Wissen. Wir brauchen Vertrauen und die richtigen Informationen, wo ich nachprüfen kann. Und deshalb finde ich den Glykoplan. Ich weise immer in jeder Fortbildung auf den Glykoplan hin. Weil das Fasten geht viel leichter, wenn ich mich anders ernähre. Und dazu brauche ich aber eine Orientierung. Und dazu brauche ich auch nicht eine gewisse Diät. Ich muss meinen Einkauf ein bisschen anders machen. Mit der Zeit wird man da immer firmer drin und man kriegt ein vertieftes Wissen. Das ist schon da. Aber am Anfang brauche ich es kurz und knackig. Und wir haben zu Hause die 9-Tage-Kur, Leberkur gemacht. Das neue Buch von Kurt und Rainer Mosetter. Und das war so toll. 9 Tage sind überschaubar. Ich habe Rezepte. Ich kann einsteigen. Ich lerne so viele neue Lebensmittel kennen, die ihr alle auf dem Schirm habt, aber die wir Otto-Normalverbraucher in Sachen Ernährung nicht kennen. Und obwohl ich denke, ich habe mich schon immer gut ernährt, aber es stimmt nicht. Und deshalb brauche ich das Wissen und das Vertrauen und die guten Leute an der Seite. Und deshalb will ich auch bei uns einen neuen Bereich Gesundheit gerne aufmachen und auf euch auch verweisen. Und da fühle ich mich dann sicher und aufgehoben und weiß, wie es geht. Ohne selber ganz, das geht gar nicht. Ich kann das alles gar nicht vor Augen haben, ja, was ihr da wisst. Ja, das wäre so mein Abschluss eigentlich. Super. Also das Thema Wissen ist enorm und wir verlinken hier drunter natürlich eben auch dein Buch, das Leberbuch und natürlich eben auch einige ganz tolle Lebensmittel. Und
bevor ich Tschüss sage, kommst du auf jeden Fall nochmal dran. Du hast das Thema Dankbarkeit angesprochen. Ich denke, dass wir da, wenn wir, einer meiner Mentoren, Dr. Joe Dispenza, hat immer gesagt, Gratitude is the ultimate magnet for your dreams. Also das heißt, diese Dankbarkeit ist wie ein Magnet, der unsere Träume wahrnehmen, wahr werden lässt. Das ist der größte Magnet mit Dankbarkeit und Liebe. Und vielleicht kannst du das ja eben auch nochmal aufgreifen aus deiner ganz langjährigen Erfahrung. Und vielen lieben Dank, dass du auch hier zuschaust und zuhörst. Ja, das passt zu euch beiden. Es ist die Dankbarkeit, dass man nicht allein ist. Und wenn man allein ist, unser Organismus und unser Gehirn ist nicht designt, dass man einfach zum Ego wird und allein alles kämpft, sondern wir sind eigentlich auf eine Gemeinschaft eis. Und deshalb glaube ich, wir brauchen Communities. Und das ist dein Blog, das ist unsere Community. Und dann darf man aber in der Community nicht den Blick verlieren, sondern man braucht eine Brücke zu den anderen Communities. Mhm. Und je besser wir uns zusammenschließen, umso stärker werden wir, umso mehr kann man andere mit aufnehmen. Und umso mehr macht es eigentlich Freude und umso dankbarer ist man. Und ich bin total dankbar. Also jetzt heute, ich bin ja gestern Abend hergefahren, jetzt sind wir heute bei dir. Und dann kommt die Sabine noch und dann seid ihr alle noch da. Und die Sonne scheint. Und die Sonne scheint und wir sind wirklich dankbar, dass wir endlich so leben können, dass wir so einkaufen können und dass man einfach auch so andere Menschen erreicht und ihnen Ideen vermitteln kann, dass sie besser entscheiden können. Und das allerletzte noch, jetzt kommt ja die Sonne, der Professor Jörg Spitz nennt es ein Nature Deficit Syndrome. Das heißt, viele Menschen sind einfach nicht mehr draußen. Und deshalb ein Heilfaktor ist noch raus an die frische Luft, raus in den Wald, raus ins Licht. Und da gibt es eben das normale Licht, das ist uns bewusst, aber es gibt ein großes Spektrum, das ist ein Infrarotlicht. Und Licht hilft, dass unser Organismus den inneren Rhythmus findet. Licht und Dunkelheit hilft zu mehr Schutzhormone, Melatonin. Spannenderweise ist dann Vitamin D, das kriegt es da aus draußen. Und das Melatonin, das ist ein Pärchen. Und das eine ist in der Nacht aktiv und das andere kommt am Tag, aber die brauchen sich. Und das Beste, was man tun kann, raus ins Licht. Und deshalb oft genug raus ins Licht. Und wir sitzen ja hier auf so einer Infrarot. Ja, und Infrarot wirkt stark, weil das eigentlich den Mitochondrien hilft, besser den Takt zu finden. Mhm. Und deshalb für alle, die gesund sind, raus an die frische Luft, ins Licht. Und für alle, die schon ein Problem haben und gesund bleiben möchten, ist das eigentlich eine elegante, das nennt man modern Photobiomodulation. Aber mit anderen Worten, Licht wirkt stark und viele Prozesse im Körper, biochemische, chemische, die wäre eigentlich über Licht mit reguliert. Und dann die Gemeinschaft miteinander aktiv sein. Super cool. Also ich bin wirklich froh und dankbar, dass ihr beide hier seid für euch und dass wir wirklich auch so ein tolles Leben führen können. Informationen zum Licht findest du auch hier unten drunter. Da gibt es eben, wie du schon sagst, auch in den dunklen Wintermonaten in Deutschland viele Möglichkeiten, Licht auch so zu konsumieren. Und ich würde jetzt sagen, wenn die Sonne jetzt mal gerade da ist, gehen wir auch mal kurz raus, oder? Also in diesem Sinne, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, der ist wie immer für alles gut und geh an die Sonne. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung, als kleiner Reminder: Die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.